Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Zu Part 28, glaube ich. Es kam jetzt eine Weile nicht mehr. Und zwar 2 Jahre oder so. Aber, ist egal. Ich habe den Spielstand verloren und nachgespielt. Ich habe es versucht, so ähnlich wie möglich zu machen. Und erstmal muss ich gucken, was ich überhaupt machen muss. Ich habe 6 Orden zurzeit. Ich müsste mal einen Fliegen beibringen. Yep. Ja. Pelipper kannst du lernen, das ist gut. So. Der Heuler ist eher weniger nützlich. So, ich glaube, ich bin letztes Mal. Nein. Ungefähr. Genau. Also, ich sehe gerade, dass der Spielstand nicht ganz genau hergestellt ist. Das ist schon eine Weile her, als ich mehr gespielt habe. Jedenfalls muss ich jetzt Richtung siebten Arena unten, glaube ich. Fällt gerade der Stadtname nicht ein. Und deswegen, ich schaue erstmal, ob ja Team Aqua ist vertrieben. So. So, diesmal falle ich nicht hier runter. Ja, Team Aqua ist vertrieben. Also, 7 Orden muss jetzt dran sein. So, mein erster Kampf, dann lang. Wenn du dich einfach nur mehr treiben lässt, kommt Pokémon umzuspielen. Spielen ist vielleicht das falsche Wort, aber. Laubklinge. Und es reicht sogar. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber in dieser Endkampf, also wenn der Kampf vorbei ist, die Musik, da klingt das ein bisschen komisch. Kann sein, dass da mein Kopfhörer liegt, aber egal. Es wird sich vielleicht jemand fragen, wieso nach 2 Jahren wieder ein Video kommt. Und die Frage kann ich ziemlich leicht beantworten. Und zwar habe ich dieses Let's Play hier angefangen und nie beendet. Aber ich würde es halt recht gerne noch beenden. Und hier, das ist glaube ich das Fischerhaus. Aus ich hasse doch, ja, habe ich ja gesagt. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht, um nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze für mich. Wenn du Stücke findest, besonders Purpurstücke, schenkst du sie mir. Kann ich gerne machen, aber ich will jetzt erstmal die nächste Stadt, Moosbach City, genau. So, Flucht. So, jetzt bin ich endlich angekommen. Hier ungefähr bin ich ja auch im letzten Part vor 2 Jahren stehen geblieben. Kurz heilen. Kurz mit ihr reden. Okay.
Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen muss. Aber ich glaube, ich muss erstmal in das Labor. Genau. Also in das. Meteor. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Kann ich ja gleich mal nachgucken. Aber hier scheint nichts zu sein. Moosbach City Raumfahrtzentrum. Ich nehme mal kurz das Fahrrad. Und jetzt geht's in die Arena. Ich glaube, hier komme ich mit Zombie U ganz gut. Jetzt mal auf den Schalter. Achso. Achtung, ich lasse meinen Pokéball durch Telekinese schweben. Manchmal fehlt es mir etwas an Balance. Okay. Sollte ich überleben? Genau. Und wenn ich nochmal angreife. Ich habe es jetzt so einfacher vorgestellt, aber der 35 ist auch ziemlich hoch. Erstmal schauen, dass er als nächstes einsetzt. Oh. Ja. Einfach Fritzel einsetzen. Gut. Ich frage mich, wie ich früher auf diese Namen gekommen bin. Zum Teil sind die ziemlich komisch. Piep. Sollte. Ja, toll. Ja, Volltreffer. Ich probiere es einfach. Ich müsste schneller sein. Okay, so geht's auch. 1000 Erfahrungspunkte, ist gut. Kann abmachen. So. Robustheit. Ich dachte, Robustheit macht, dass man ein KP übrig hat. Ah. Ich würde aber lieber erstmal wieder heilen gehen. Okay. Ah. Ja, den Kampf mache ich noch. Fällt auf, dass ich ziemlich oft so sag. Eigentlich mache ich das nie. Mal schauen. Kadabra. Das gleiche wie vorhin. Eine Laubklinge könnte reichen. Oder auch nicht. Ja, okay, sind beide Level 36. Sehr bringt dir in der Situation eher weniger, aber
Seine Entscheidung. Kirlia. Ah, da ist der Typ im Licht. Die Tage habe ich nicht mal gesehen. Trifft mich der Seher jetzt? Ja, naja. Hä? Ja. Ach so, Gedankengut. Hm. So, gib mir einfach. So. Da gehe ich jetzt nach dem Kampf kurz heilen. Und das kann weitergehen. Ich war kurz heilen, hab's rausgeschnitten. Voraussichtlich. Ich gegen den kämpfen. Ach, jetzt sehe ich das. Achso. Die Schalter wird dann das umlegen. Ich bin ziemlich underleveled. Ich kann nur hoffen, dass der Arena-Kampf nicht so endet wie der gegen Walter. Das war schon ziemlich hart, sage ich mal damals. So, mal schauen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Yep, das tut es. Und die habe ich schon besiegt. Nein. So. So. Tue ich Zombie U wieder vor. Ah, okay. Okay, okay. Hast verstanden. Ich habe es verstanden. Xatu. Naja, Mogelhieb. Mogelhieb ist meiner Meinung nach eine sehr gute Attacke. Man spart sich einen Zug und der Gegner hat einen weniger und dafür hat auch KP weniger. In dem Spiel hatte Zubiris ja noch keine Schwäche. Jetzt hat sie die Feenschwäche. Es war ganz cool mit der Resistenz gegen alles, aber also meiner Meinung nach hätte man das anders regeln sollen, dass es eine Resistenz gegen alle behält. Ich fand das ganz lustig. Es war zwar ziemlich, ich sag mal, doof, dass man diese Fähigkeit von Ninja Turm sich drauf cheaten konnte und dann unbesiegbar war. Aber naja. So, das geht an mich. Okay, ich habe einen Hypertrank geopfert, aber ich gehe dann vor dem Arena-Kampf nochmal. Tränke kaufen, genau. Und Level 33, das ist das, was ich erreichen wollte. Abschlag. Nee, lass mal. Ja. So, jetzt geht's. Oh. Achso. Jetzt muss ich das nochmal. Ja, dann muss ich jetzt hier nochmal
Zack. Ja, genau. Ich war gerade ein bisschen verwirrt irgendwie, keine Ahnung. Und... ich gehe lieber hier unten lang. Da weiß ich, wo ich ankomme. Ich hatte kurz überlegt, dort lang zu gehen. Wäre das richtig gewesen? Okay, ich muss sowieso dann dort lang. Aber so kann ich wenigstens noch alle Gegner besiegen. Gegen Trasla könnte ich das sogar gewinnen. Ja, ich werde das gegen Trasla gewinnen. Ich habe zwar nur 47 KP, aber... es ist Trasla. Curlia... ich probier's mal. Ja, Finta nochmal. Ich hoffe, dass es mindestens die Hälfte abzieht. Okay. Begrenzer. Ne. Ich dachte kurz, dass das bewirkt, dass ich keine Attacken zweimal hintereinander einsetzen kann. Oder zumindest, dass es für die, die ich gerade eben eingesetzt habe, mitzählt. Aber anscheinend ist dem nicht so. Ich probiere es einfach normal. Ich hätte das gerne noch Level 34. Noch ein... Okay. Ich meine, ich habe nichts gegen die kostenlosen Erfahrungspunkte. Also kostenlosen. Ja, kostenlose schon. Wurde zwar nicht mit Geld bezahlt, aber direkt sind sie schon kostenlos. Bin ich gerade weiterkämpfen gegangen? Warum? Naja. Habe ich nicht auch Biss? Das wäre cool gewesen. Oh. Und da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber... ach komm, was wird das? Da habe ich jetzt ganz ehrlich keine Lust drauf. Warum setze ich Laubfliege ein? Ich habe das Gefühl, dass es auf Genesung gelockt ist, aber anscheinend doch nicht. Laubfliege scheint zu reichen, deswegen. Jupp. Du besitzt offensichtlich Talent. Jupp. So, ich gehe jetzt kurz heilen. Und ein paar Tränke kaufen. Also, bis gleich. So, ich habe mir eben 20 Hypertränke und 10 Hyperheiler gekauft. Das sollte klappen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ach so. Ich habe gerade gedacht, dass man über den Weg auch langkommen könnte, aber anscheinend nicht. So, dann kurz den aktivieren. Ah, es leckt ein bisschen. Oh. So.
Wo war der jetzt? Der war hier oben. Ah Mann, die Arena ist so nervig. So, und jetzt muss ich es geschafft haben. La la, da lang. Jetzt hier hoch, da lang, da lang, da lang. Und sind bei ihnen. Ja, das war's dann also mit der Folge. Die Arena-Leiter werde ich in der nächsten besiegen. Ich denke, die werde ich jetzt sofort aufnehmen, die Folge. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.